Moin moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Vlog für diese Woche. Ja, wie ihr sehen könnt, ich sitze immer noch genau so gekleidet wie beim Outro vom letzten Vlog vom Montag. Ich habe jetzt gerade den ersten Teil des Videos in den Renderprozess gegeben und werde jetzt in der Zwischenzeit frühstücken und gießen gehen. Dann ist es wahrscheinlich so weit vorbereitet, dass ich es hochladen kann. Und ja, dann wird Sarah das Ganze dann mit einem Thumbnail versehen und das Ganze einplanen. Ja, und dann geht's heute Abend los. Bin mal gespannt, wie das so ankommt bei euch. Naja, gut, liebe Leute, ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Wir frühstücken jetzt erstmal. Also bis später. Ciao. Jetzt gibt's erstmal ein leckeres Frühstück, was Sarah mir gerade gemacht hat. Und ich habe es gerade. Ja. Flocke? Miet? Was machst du? Nicht die Treppe runterfallen. Ja. Komm mal her. Ich weiß ja nicht, wie groß ihr zu Hause war, bevor sie zu uns gekommen ist, aber jetzt hat sie auf jeden Fall sehr viel Platz. Das war wohl ein Einfamilienhaus. Und ihre Mama hat unten gelebt. Und der Rest oben. Deswegen eigentlich, theoretisch kennt sie wahrscheinlich nur eine Etage. Aha. Wahnsinn, Leute. So ein schöner Tag draußen. Einfach unglaublich. Da will man sich direkt die Klappstühle rausstellen und sich in die Sonne legen. Ja, morgen wird es ja nochmal genauso. Da könnte man das dann vielleicht mal machen. Es fliegen auch überall diese kleinen Pollen durch die Luft. Ich komme mir gerade so vor, als würde ich in Stardew Valley leben. Echt cool. Einfach die blanke Erholung. Hallo Leute, herzlich willkommen am Montag. Ja, ich war jetzt gerade draußen unten im Garten und habe gegossen, was das Zeug hält. Und ja, jetzt habe ich mich noch mal kurz aufs Bett gelegt, einfach noch mal ein Stündchen chillen, bevor dann halt gleich der Tag beginnt. Wir machen heute noch mal einen ganz entspannten, das heißt ja, ein bisschen am PC, und wir wollen uns nachher mal draußen ein bisschen in die Sonne legen und sowas. Das hatte ich ja gestern schon gesagt, dass es vielleicht ganz cool wäre, wenn wir das machen. Und ja. Da freue ich mich schon drauf. Allerdings müssen wir noch warten, bis die Sonne einmal rumgewandert ist und auf der anderen Seite vom Haus angekommen ist. Weil vorne auf der Straße, da wollte ich jetzt auch nicht unbedingt, wenn nachher die ganzen Autos alle fahren, dann ist das ja auch nicht so gechillt und entspannt. Deshalb, ja, lieber nachher, wenn die Sonne hier einmal rumgewandert ist. Das wird jetzt so, ja, nach dem Mittagessen wahrscheinlich dann sein. Und dann können wir uns da ganz gechillt draußen mal so ein bisschen hinflärzen und die Sonne auf dem Bauch brennen lassen. Na, bevor dann morgen wieder der ganze Alltag beginnt.
Moin, moin. Ja, wie ihr sehen könnt, ich sitze im Auto. Ich muss jetzt ganz schnell mal zur Post fahren und noch zwei Briefe abgeben. Die sollten eigentlich am Samstag schon rausgehen, aber ich habe es irgendwie von der Zeit her nicht geschafft. Das heißt, ja, ich muss es jetzt schnell erledigen, bevor da um 9 die Post abgeholt wird. Ja, kriegen wir aber hin, kein Problem. Bei der Gelegenheit werde ich noch mal kurz was zu trinken holen und ja, dann schauen wir uns gleich mal an, was wir heute so erledigen im Haus. Ja, ihr könnt schon gespannt sein. Also, bis gleich. Moin, moin. Ja, da sind wir auch schon wieder am Mittwoch angekommen. Ich habe meine Sachen, die ich gestern erledigen wollte, soweit erledigt. Ja, dementsprechend bin ich heute wieder ein bisschen mit Rückenschmerzen gestraft, obwohl ich den Rücken gestern gar nicht so sehr beansprucht habe. Naja, auf jeden Fall habe ich das Ganze gestern gar nicht so wirklich gefilmt, weil ja, ich kann euch gleich einfach zeigen, was ich gemacht habe. Ich denke, das wäre nicht so interessant gewesen. Sachen auf, so Möbel abbauen, aufbauen und ja, den Fernseher im Schlafzimmer habe ich angeschlossen. Und ja, oben einen Router installiert, damit wir oben WLAN haben vernünftig, bis in die letzte Hausecke hier vorne. Ja, das ist so ziemlich das gewesen, was ich gestern gemacht habe. Und ja, das war jetzt nicht unbedingt viel Filmswertes dabei, will ich an der Stelle mal sagen. Ja, und außerdem war der letzte Vlog ja jetzt ja so ultra lang, dass ich mir überlegt habe, ich muss mich ein bisschen zügeln beim Aufnehmen, beim Vloggen. Ansonsten wird das alles so super lang und dann kann sich das ja auch niemand mehr angucken. Also ja, deshalb habe ich gestern einfach mal gedacht, gut, filmst du das mal nicht. Zeige ich euch dann heute. Ja, und heute würde ich sagen, gucken wir mal, was dann anliegt. So Leute, ich war jetzt gerade mal kurz unterwegs. Ich musste ja Post noch einwerfen, die wir gestern Abend noch bearbeitet hatten. Und ja, dann habe ich mir gedacht, fahre ich noch mal ganz kurz beim Laden vorbei und bringe die ganzen Pfandflaschen weg. Ja, und hole noch ein bisschen Pflanzenmilch und so weiter, dass wir halt für die nächsten Tage versorgt sind. Minka kratzt am Fenster. Naja. Auf jeden Fall habe ich mir dann spontan gedacht, und das weiß er aber noch gar nicht, dass wir heute grillen werden. Und dafür habe ich die hier. Der Gedanke kam spontan, weil ich die hier gesehen habe. Und da habe ich mir gedacht, die sehen richtig geil aus. Normalerweise bin ich überhaupt kein so ein großer Freund von veganem Grillfleisch. Aber die sahen wirklich richtig geil aus. Also ich weiß noch damals von der Mühle, diese Hacksteaks-Dinger, die waren ja auch so ähnlich wie eine Bratwurst. Die waren richtig geil, das waren so meine Lieblingsdinger. Und ja, die anderen Sachen, so, die kann man halt einfach nicht wirklich gut grillen. Also meiner Meinung nach auf jeden Fall. Es gibt bestimmt genug Leute, denen das sehr gut schmeckt. Naja, auf jeden Fall habe ich mal dafür gesorgt, dass wir heute dann mal den Grill anschmeißen. Ja, ein bisschen Grillanzünder und Grillkohle. Wir haben uns ja im letzten Jahr schon einen Grill gekauft, sind aber halt dann überhaupt nicht dazu gekommen, überhaupt irgendwas zu machen. Und ich dachte, weil heute das Wetter so schön ist, da kann man das mal machen. Allerdings dauert es bis dahin noch ein bisschen. Na, ich werde jetzt gleich erstmal kurz telefonieren müssen, damit das auch mit dem Umzug und so alles klappt. Und ja, dann werde ich nachher mal den Grill aufbauen. Ich muss hier noch Rasen mähen gleich generell. Das kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Die Hasen hatten auch schon ein klein bisschen Salat von unserer eigenen Züchtung. Aber nicht so viel, weil die sollen dann nachher auch raus. Weil ich tue dann nachher die Sonnenliegen auch rausstellen und so. Und dann kann man so ein bisschen chillen dann. Ja, was heißt chillen? Nicht wirklich. Also wir müssen heute noch einiges, also ich möchte heute noch ein bisschen was schaffen. Aber, na mal gucken. Ich habe nämlich den Plan geändert. Ich werde das, was ich heute schaffen wollte, auf 2 Tage verteilen. Und stattdessen dann einfach ein bisschen ruhiger machen. Weil ich ja gestern durch die Tragerei, habe ich euch ja erzählt, der Rücken noch schon so ein bisschen angefuchtelt war wieder. Geht jetzt wieder, ist wieder fast gut. Aber ich mache trotzdem ein bisschen ruhiger. Ich werde nachher Rasen mähen und dann werde ich den Balken hier noch streichen und dann wahrscheinlich mal gucken, je nachdem wie weit ich komme. Also ich würde gerne draußen auch die Lüftung anbauen, was ich euch erzählt hatte. Das ist eigentlich auch schnell gemacht, aber ja, einen Eimer Mörtel muss ich dafür auch anrühren. Ja.
Naja, liebe Leute, ich werde mich jetzt mal kümmern und wir sehen uns dann wahrscheinlich heute Mittag wieder. Also, bis dann. Ciao. So, Leute. Ja, es ist jetzt schon nachmittags. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen gemacht, ohne euch wirklich dabei mitzunehmen. War jetzt ja auch nichts Spektakuläres. Also im Prinzip habe ich einfach den Hasenkäfig umgestellt. Der steht jetzt hier vorne, direkt am Eingang zum Garten raus. Ja, und dann habe ich das hier alles mal einmal ausgekehrt und sauber gemacht, sodass man hier dann sitzen kann zum Essen und sowas. Und ja, wir wollen ja gleich eh grillen, deswegen ist das schon alles soweit vorbereitet. Ja. Ich habe hier draußen hinten einen Komposter aufgestellt, habe das Stück hier vorne schon mal gemäht. Den Rest mache ich dann heute Nachmittag, wenn dann die Mittagsruhe rum ist. Es müsste jetzt eigentlich schon sein, aber wir werden jetzt ja selber erstmal Mittag essen. Na, Grill ist schon bereit, die Hasen sind draußen. Ich habe da hinten eine Decke aufgehängt, damit die nicht so in der prallen Sonne sind. Das haben wir ein bisschen im Auge behalten. Die sitzen nämlich auch schon die ganze Zeit dort in der Ecke. Denn so in 10, 20, 30 Minuten spätestens ist dort nur noch der Schatten von der Decke. Muss ich das mal ein bisschen umhängen. Ja, ich würde sagen, ich schmeiße da mal den Grill an und dann schauen wir mal, wie es wird. Ach ja. Und herzlich willkommen am Donnerstag. Ja, ihr seht, ich bin in der Wohnung. Ich bin heute hier, um alles vorzubereiten für den Transportertag morgen. Das heißt, Kartons packen, Regale abbauen, Tische auseinanderschrauben, hier die Regale, die ihr hinter mir seht, den ganzen Fernsehkram und alles, was dort drüber ist. Hier vorne die Lampen, das ganze Kladderadatsch hier praktisch. Das muss alles auseinandergebaut werden. Und strategisch günstig gepackt werden, weil ich dann die Hoffnung habe, dass wir vielleicht morgen, wir haben den Transporter ja wie gesagt von 8 bis 16 Uhr, weil ich einfach die Hoffnung habe, dass ich vielleicht sogar zwei Touren schaffe. Ich bin mir nicht sicher, ich muss ja auch gucken, wie der Rücken mitmacht. Aktuell geht es dem, ja, soweit gut. Also die letzten Tage war es schon mal besser. Aber es ist jetzt noch nicht wirklich, es ist nicht wirklich krass schlimm. Also ich muss halt nur aufpassen, dass ich nicht schwer hebe. Ansonsten, ja, muss man einfach gucken, wie weit wir kommen. Also einen Transporter werde ich morgen auf jeden Fall fahren. Ja, das heißt, mindestens einer geht morgen rüber. Ja, gut, liebe Leute, ich würde sagen, ich fange dann mal an. Ich kann das leider heute nicht wirklich viel filmen. Ich muss mal schauen, was ich draus mache.
Denn ich habe weder das Stativ mitgenommen, weil ich nachher das Auto wieder vollladen werde, noch habe ich irgendwelches Kamera-Equipment und so weiter und so fort. Also das wird hier jetzt mit Handy passieren. Und das müssen wir jetzt einfach mal so machen, weil ich habe jetzt nicht den Platz gehabt im Auto, um das noch zusätzlich zu machen, weil ich habe noch Geschirr mitgenommen von der Wohnung und Wäsche und so weiter. Das muss nachher alles wieder mit zurück. Plus, was sonst noch reingeht. Ja. Wir werden mal gucken, liebe Leute, was wir draus machen. Okay, bis später. So Leute, da bin ich wieder. Im Hintergrund läuft noch eine Crime Scene Doku. Ja, ich wollte euch das hier mal zeigen. Ich habe jetzt ein bisschen aufgeräumt und abgebaut. Hier ist jetzt praktisch schon ein bisschen Materiallager. Aber es ist alles durchsortiert. Für die einzelnen Ladungen schon bereitgestellt. Na, hier im Badezimmer, da stehen schon ein paar Pflanzen, die ich nur abgeduscht habe. Ja, so sieht es jetzt hier im Schlafzimmer aus. Auch eine Ladung. Ja, da oben noch eine Ladung. Die Rosten kommen auf den Sperrmüll. Das sind noch Decken und so, die müssen noch gewaschen werden. Die kommen unten aus der Couch, da waren die überall reingepackt, auch gefaltet und so, und sauber natürlich, aber die müssen trotzdem noch mal gewaschen werden. Na, hier ist noch, na, hier darf, kann ich gar nicht so überall filmen, weil hier hängen noch Bilder. Einmal nur so. Ja, das ist auch noch eine Menge Arbeit, aber ja, das muss so, wie es steht, praktisch dann weg. Na, hier im Flur, da steht noch was, das kommt gleich mit runter. Ansonsten ist das so weit weg. Ja, Küche ist noch gar nicht großartig, was passiert, aber naja, es ist jetzt 14.30 Uhr, ich bin jetzt schon einige Stunden hier und ja, ich habe jetzt heute Mittag mal kurz Sarah angerufen und habe ihr Bescheid sagen müssen, dass ich den Bulli für morgen, also den Bulli, den Transporter für morgen doch noch wieder, die Reservierung doch wieder rückgängig gemacht habe, weil ich habe heute Mittag schon solche Rückenschmerzen wieder bekommen, also erträgliche Rückenschmerzen, nicht jetzt so krass wie sonst immer, aber ja, ich merke halt auch jetzt, wo ich weitergemacht habe die ganze Zeit, ich habe ja wie gesagt hier alles auseinandergeschraubt und auch die Schränke hier abgenommen und sowas alles und die Esszimmertisch alles, ja, merke ich halt, wenn ich jetzt noch einen Tag mache, noch hinten dran hänge, dann wird es richtig scheiße oder ich schaffe es vielleicht morgen gar nicht und das wäre das schlimmste Worst-Case-Szenario. Und dann den teuren Transporter dann gemietet und dann wird nichts draus. Deswegen habe ich das abgesagt und das wird jetzt nächste Woche dann passieren. Ihr habt ja auch jetzt gesehen, es müssen ja noch so ein paar Sachen erledigt werden, so hier und da so ein paar Kleinigkeiten. Und ja, wir werden jetzt am Dienstag haben wir sowieso noch mal wieder einen Termin in der Stadt. Da werden wir dann wieder hierher fahren und ja, dann werden wir hier noch ein bisschen weiter packen und dementsprechend, oh, jetzt hätte ich fast doch noch in die Richtung gefilmt, die ganzen Familienbilder hängen. Na, auf jeden Fall haben wir uns dann überlegt, das machen wir dann gechillt dann so im Laufe der nächsten Woche und dann starten wir nach ein, zwei Ausruhtagen, also Schlepp-Ausruhtagen für meinen Rücken, dann die Woche drauf, übernächste Woche vielleicht, dann den Transportertag und ja, jedes Mal, wenn wir dann jetzt hier sind, werden wir das Auto nochmal vollladen. Das werde ich gleich auch machen. Ich denke mal, wenn es passt, werde ich den Karton noch mitnehmen. Ansonsten Wäsche, Geschirr und das, was ihr vorne habt, stehen sehen gerade. Ja, und soweit sind wir dann jetzt erstmal. Leute, ich kann nur so viel sagen, unterschätzt das nie. Einen Umzug, das ist, man meint immer so, das sind ein paar Teile. Aber ja, es sind gar nicht mehr so viele Teile. Leute, ja, da sind wir auch schon am Freitag angekommen. Ich bin jetzt gerade hier in der Gartenlaube. Ich habe jetzt vor, gleich Rasen zu mähen. Es ist schon um 10. Ich habe alles andere schon soweit erledigt. Also die Katzenklos gemacht, die Katzen gefüttert, die Hasen gefüttert, die Blumen gegossen. Ich war schon einkaufen. Na, jetzt fehlt nur noch auf meiner To-Do-Liste, die ich bis mittags abarbeiten wollte, den Rasen zu mähen. Das wird ungefähr anderthalb, zwei Stunden dauern, denke ich, mit Kanten schneiden, Rasenkanten schneiden.
Und ja, dann habe ich noch ein bisschen Zeit, da kann ich noch kurz duschen. Und heute Nachmittag geht es dann um eins, also um eins habe ich dann einen Termin bei der Physio für die Kiefergeschichte. Da kriege ich dann wieder eine Moorpackung. Ja, und wenn ich dann wieder da bin, so um 2:30, denke ich mal, dann werden wir mal schauen, was wir heute noch so anstellen. Also es ist ja die Woche über jetzt nicht wirklich viel geworden bislang. Also ich bin in den Hintergrund im Hintergrund noch dran am Arbeiten, ja, was den Umzug angeht. Wir haben ja eigentlich schon einen Umzugsunternehmer gehabt, den werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr nehmen. Wir haben jetzt noch zwei andere Angebote eingeholt, beziehungsweise ein Angebot, was wir schon vorliegen haben, und ein Angebot, was noch aussteht. Da habe ich dann am Montag einen Termin mit dem guten Mann dann in der Wohnung. Ja, und dann wollen wir uns das erstmal angucken, weil sich das mit dem anderen Umzugsunternehmer ziemlich kompliziert herausgestellt hat und ein ähnliches Verhalten, oder der halt ein ähnliches Verhalten hat wie damals auch unser Elektriker. Und deshalb, wir müssen halt dann und dann umziehen. Da wird sich der Umzug wahrscheinlich noch um einen Monat verschieben. Auf den wahrscheinlich 28. Juli. Aber das ist ja halb so wild. Also das kriegen wir schon alles hin. Na, auf jeden Fall gehen die Preise auch deutlich auseinander zu dem, den wir jetzt erst hatten. Der ist 1000 Euro billiger als jetzt zum Beispiel den zweiten, den wir jetzt angefragt hatten. Aber dadurch, also der erste, der wollte sich nicht kümmern, was die Halteverbotszone angeht. Den, wenn man Fragen hatte, hat er nur sporadisch seltsam geantwortet und so. Und das, ja, hat sich jetzt auch noch rausgestellt, dass im Bekanntenkreis auch schon mal Leute mit dem zu tun hatten. Und Schwiegervater auch schon. Und der sagte halt auch, dass er dort gewesen ist, weil man konnte mit dem nur über WhatsApp kommunizieren. Und das fand ich allein schon schwierig und unprofessionell. Und ja, dann haben wir halt, dann ist er halt damals hingefahren und wurde dann an der Tür abgewimmelt. Hat den guten Mann vorgetroffen, wurde dann aber an der Tür abgewimmelt. Und ja, das ist mir ein bisschen zu unsicher, zu heikel. Also ja, müssen wir mal gucken. Wir warten jetzt mal noch ab, was der dritte Umzugsheini sagt, was das so bei denen ungefähr kostet. Da haben wir nämlich auch das Paket mit drin, dass die Halteverbotszone eingerichtet wird und so. Da brauchen wir uns dann nicht selber kümmern. Und ja, das ist dann auf jeden Fall, glaube ich, eine etwas andere Geschichte. Na, ach Gott. Liebe Leute, wir werden jetzt erstmal starten. Und ich würde sagen, dann bis gleich. Thank you.
War absolut fantastisch. Ja, ich werde jetzt mal hier nochmal schön über den alten Friedhof gehen und dann zurück zur Wohnung, schauen, ob die Wäsche fertig ist. Und ja, dann fahren wir wieder zum Haus, liebe Leute. Morgen Leute, ja, herzlich willkommen am Samstag. Ich hoffe, man versteht überhaupt was. Ich stehe hier gerade so ein bisschen im Wind. Es ist heute angenehm kühl und relativ windig. Ja, ich bin jetzt gerade hier draußen gewesen. Ich habe jetzt hier gerade mal bei den Kiwis und bei der Brombeere so einen kleinen Erdwall aufgehäufelt, damit man die besser gießen kann, damit das Wasser dort, weißt du, dann kann ich das ordentlich angießen und dann kann es in Ruhe versickern. Ja, generell habe ich hier gerade alles gegossen. Sogar die Gießkanne ist gerade umgeweht. Na, hier vorne auch. Wir müssen uns noch überlegen, wo wir den Lavendel hinpflanzen. Ich denke mal, ich habe jetzt gelesen, die Stauden werden relativ groß und sind auch mehrjährig. Und die können auch so gut überwintern, wenn man die einfach so irgendwo einpflanzt, also wenn die nicht im Kübel sind. Ja. Dementsprechend mal überlegen, wie wir das genau machen. Sollte auf jeden Fall ein sehr sonniger Standplatz sein. Ja. Und ansonsten sieht man hier auch schon, warte, ich schwenk mal rüber. Ansonsten sieht man hier auch schon unsere Kartoffeln. Sie strecken ihre Blätter raus. Das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Die werden auch jeden Tag fleißig gewässert. Und ja, zusätzlich habe ich das dann mit Rasenschnitt noch gemulcht. Hier haben wir noch jede Menge Walderdbeeren. Da müssen wir noch gucken, was wir damit machen. Wo die hinkommen. Die bekommen hier auch schon überall Früchte. Also bald ist Erdbeersaison. Dauert nicht mehr lange. Na. Ja, genau. Ich habe den Rhabarber drüben auch gewässert. Ja. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, was ich jetzt gesehen habe, ist, dass wir wahrscheinlich durch diesen einen Frost, den man in irgendeinem Vlog an einem Donnerstag oder so mal gesehen hat, ja, irgendein Donnerstag müsste das gewesen sein, da haben wir nochmal so einen leichten Nachtfrost bekommen und da war schon der Apfelbaum in der Blüte. Und das heißt jetzt dementsprechend, es sind eigentlich fast keine Äpfel dran. Also nicht, dass ich irgendwie, also ein paar habe ich gefunden, ein paar gibt es auf jeden Fall, aber so wie letztes Jahr wird es dieses Jahr auf jeden Fall nicht werden. Ah, hier, da seht ihr mal. Ich schwenke einfach mal rüber. Hier zum Beispiel ein Apfel, der überlebt hat, obwohl hier ist tatsächlich auch noch einer. Jetzt, wo man bewusst danach sucht, findet man vielleicht den einen oder anderen mehr. Na. Ui, Scharfstellen. Da ist auch noch, sind auch noch zwei. Na gut. Letztes Jahr waren die halt, wie gesagt, kaum zu übersehen. Da waren das so viele, dass sich die Äste schon gebogen haben um diese Zeit. Ja. Aber da kann man nichts machen. Es gibt mal solche Apfeljahre. Und solange zumindest mal ein paar da sind, ist das ja eigentlich auch ganz schön.
Ja, da drüben hängen auf jeden Fall auch noch welche, habe ich gesehen, beim Rasenmähen. Da muss ich jetzt wirklich aufpassen, dass ich beim Rasenmähen jetzt nicht dort rankomme und die wenigen Äpfel, die dran sind, noch abreiße, indem ich daran hängen bleibe. Naja. Aber gut, so hat er, wenn dieses Jahr nicht so viele Äpfel drauf sind, dann hat der Baum wenigstens mal ein bisschen Zeit, Kraft zu tanken. Und dann werden es nächstes Jahr wahrscheinlich umso mehr werden. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Wisst ihr was, liebe Leute? Ich glaube, das wird heute nichts mehr mit uns, mit Arbeiten hier beim Haus. Ich habe jetzt den ganzen Tag damit verbracht, hier Hausarbeit zu machen, Sachen zu sortieren und Staub zu wischen und Kartons umzuräumen und so weiter und so fort. Das habe ich jetzt nicht extra gefilmt. Und jetzt wollte ich gerade eigentlich loslegen. Bin auch schon in der Scheune gewesen, habe mir schon passende Leisten rausgesucht. Aber ich denke, ich muss in einer Stunde oder so schon wieder aufhören und dann den Grill anschmeißen und so weiter. Deswegen lohnt sich das wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe jetzt beschlossen, dann gibt es diese Woche halt mal, ich glaube, hatten wir überhaupt Baucontent? Weiß ich gar nicht, sehe ich ja nachher beim Schneiden. Auf jeden Fall gibt es heute nicht mehr großartig viel. Ich würde jetzt tatsächlich hier an der Stelle mal den Blog beenden für diese Woche. Und ja, wahrscheinlich werde ich mich dann gleich mal ransetzen und das mal so intervallmäßig so ein kleines bisschen schon schneiden. Ich denke mal, dann wird der Vlog diese Woche auch nicht so lang sein. Aber nächste Woche greifen wir dafür umso mehr an. Nächste Woche muss alles umgesetzt werden, was ich diese Woche nicht geschafft habe. Ja, aber das kriegen wir schon hin, liebe Leute. Ich würde sagen, wenn es euch bis hierher gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, schreibt in die Kommentare, was das Zeug hält. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder und da gibt es dann auch wieder mehr Baucontent. Also bis dann, ciao.